Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Start bei FIFA 23. Eine Karriere starten wir. Wie schon mehrmals angekündigt, werden wir heute eine ganz spezielle Karriere starten. Ich erkläre kurz, was los ist. Ja, ich habe ja meine Bayern-Karriere abgeschlossen. Wie ihr das merkt, seit gestern ist ja das letzte Spiel gegen PSG durchgegangen. Wir haben das 3-2 gewonnen in der Champions League. Das heißt, wir sind Champions League-Sieger. Damit habe ich gesagt, das ist das höchste der Gefühle. Meistertitel haben wir, Pokal haben wir und dann haben wir auch die Champions League. Das höher geht's nicht. Also starte ich eine kleine neue Karriere, eine kleine spezielle Karriere. Da gab es mehrere Vorschläge, was kann man denn mal machen, ein paar Challenges eingebaut. Da gab es unter anderem den Vorschlag, mit dem AC Milan zu starten und dann halt nur italienische Spieler zu holen. Dieser Vorschlag gefiel mir sehr, sehr gut, dass ich das noch ein bisschen verschärfe. Ich werde nicht mit dem AC Milan starten, sondern mit, wie ihr schon seht, El Astro Valverde und Athletic Bilbao. Warum Bilbao? Ja, dieser, wie gesagt, ich habe ja gesagt, gerade dieser Vorschlag mit Milan, das gefiel mir so gut mit den italienischen Spielern, dass wir es halt noch ein bisschen verschärfen wollen. Denn Bilbao hat eine etwas sehr besondere Transferpolitik. Nämlich, Entschuldigung, die holen nämlich nur Spieler, die aus. Entschuldigung. Die holen nämlich nur Spieler, die. Wie heißt es? Baskische, genau. Baskische Vorfahren oder Herkunft haben. Sprich, in Frankreich oder in einem besonderen Gebiet in Frankreich und Spanien geboren sind. Oder irgendwo mal irgendwelche Großeltern hatten, die da aus der Ecke kamen. Ja, und deswegen starten wir heute unsere Karriere mit Athletic Bilbao in Spanien. Habe ich lange nicht, habe ich nie gemacht bisher. Ergo, will ich das einfach mal angehen. Und deswegen sagen wir, Originaltrainer hier in. Bei Bilbao ist aktuell El Astro Valverde. Ich habe das Update gemacht, also es müssten eigentlich jetzt alle Trainer original sein. Ja. Gehen wir rein, ne? So. Ich stelle euch nicht die Stellung. Okay. Wir haben ein Transferbudget von 26,9 Millionen. Transferfenster lassen wir aktivieren. Das nehmen wir hier raus. Das deaktivieren. Übernahme brauchen wir nicht. Wir werden das gleiche spielen wie gegen, wie bei, blöde Frage, spielen wir Europapokal? Ja. Gucken wir mal gerade kurz, ob wir tatsächlich Europapokal spielen. Ich will nur ganz kurz mal durchgucken, bis wir hier reingehen. Warte mal, Champions League war doch, Champions League geht ja auch runter, aber ich glaube, wir spielen nicht Champions League, ne? Das meine ich sowieso klar. Spielen wir Dings League? Europa Conference League? Das wäre natürlich geil, wenn wir ein internationales Geschäft hätten. Nein. Ich spiele tatsächlich kein internationales. Also müssten wir uns tatsächlich erstmal qualifizieren. Okay. Gut. Das heißt, wir haben nur Pokal und Liga. Kein Europapokal in Bilbao. Na gut, okay. Ja, Übernahme machen wir nicht. Wir werden mit dem Original-Transferbudget spielen, wie auch mit Bilbao damals, Bayreuth. Also gehen wir rein, gehen wir rüber und wir starten unsere Karriere in Spanien. Weil ich jetzt auch nicht drauf geachtet wegen dem Stadion, ne? Ich bin gerade so ein bisschen ein. Ob wir ein Original-Stadion tatsächlich drin haben. Ich weiß doch nicht, wie viele Spiele ich heute schaffe, weil ich auch noch ein bisschen was zu erledigen habe. So. So. Okay. Wir speichern ganz kurz. Bau. LP. So, das starten wir mal kurz rein. Bienvenidos a San Mamés. Sin más preámbulo, les presentamos a nuestro nuevo manager. Okay.
So, die Vorbereitung brauchen wir nicht, gehen wir nicht an. Die nehme ich, lehne ich gerne ab. Zwar wäre das ein bisschen mehr Kohle, aber ich glaube, große Sprünge werden wir sowieso gerade nicht machen. Ich werde nämlich mal gucken, was wir so haben an Spielern. Weil ich gerne. Moment, wir werden mal kurz unsere Aufstellung einsetzen. Ich werde die gleiche Aufstellung spielen wie gegen bei Dings. Bei Bayreuth. Zack. Das wird immer mal wieder kommen, dass mir das nicht einfällt. Na gut. Inyaki Williams. Oder ist das Nico Williams oder Inyaki Williams? Eine von beiden. Wir haben, glaube ich, beide. Oder zumindest hatten wir mal beide. So. Ja, viele Spieler natürlich da aus dem von dem Verein gekommen, die man so kennt. Javi Martinez zum Beispiel. Oder auch. Der ist tatsächlich hier sogar im Kader. Ich muss jetzt tatsächlich mal meinen Kader überhaupt angucken. So genau bin ich jetzt nicht zu 100% drin. Ja. Wir gucken erstmal auf die Teamzentrale. Bevor wir hier überhaupt irgendwas heute machen. Wir haben. Weil in erster Linie möchte ich mal ein bisschen gucken, dass wir Verträge verlängern. Ich weiß, in Spanien ist es tatsächlich Pflicht, eine Ausstiegsklausel in einen Vertrag einzubauen. Deswegen nehmen auch viele Teams, die zum Beispiel wie Barcelona, die werden, die sitzen astronomisch hohe Ausstiegsklauseln rein, von teilweise 1 Milliarde oder 800, 900 Millionen, um halt quasi daran zu hindern, dass so Teams wie City, PSG, etc. kommen und sagen: Ey, wir kaufen euch die Spieler weg. Ich werde versuchen, das Ding ein bisschen realistisch zu spielen. Wie gesagt, wir haben nur Spieler tatsächlich, die aus dem Baskischen stammen und das ist, macht hat irgendwo tatsächlich den Reiz aus an diesem Verein und deswegen müssen wir gucken, wen wir so verpflichten überhaupt, aber ich möchte erstmal gucken, dass wir hier die Leistungsträger verlängern. Es sind einige Spieler dabei, die ich definitiv behalten möchte. Du hast nämlich eine Freigabesumme, ne? Von 80 Millionen. Ja, wir haben halt. Ich gucke gerade mal so durch. Hier ist nämlich ein Spieler ohne. Okay, Julia. Ja, wäre eine Alternative zum Beispiel, ja. Ich gehe erstmal hier so ein bisschen auf Verleihen, auf Leihliste sitzen. Meine beiden Ersatzkeeper brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich hoffe natürlich, dass jetzt nicht irgendein Verein kommt und sagt mir, ach, ich überlege gerade, soll ich den versuchen zu verlängern, den Spieler? Ich würde ihn gerne nämlich noch eine Weile behalten. Er hat zwar 3 Jahre Vertrag, aber ich könnte die Ausstiegsklausel rausnehmen. Das hätte ich nämlich gerne. Weil der Marktwert ist bei 80,5, also 5 Millionen, wenn der wirklich explodieren sollte. Ich weiß nämlich nicht, ich habe mit Bilbao noch nicht so wirklich Erfahrung. Juri Berchiche, ja, ehemaliger Spieler von Paris. Gut. So, jetzt muss ich gerade gucken, tatsächlich. Baskische Spieler FIFA 23, das wollte ich eigentlich gucken. Weil ich muss tatsächlich jetzt gucken. Ich muss tatsächlich jetzt über Dings gehen. Zu FIFA gehen und mir da die Spieler raussuchen, weil wir extrem, weil wir echt gucken müssen, wen verpflichten wir. Ich will halt gerne einen jungen Kader aufbauen, deswegen werde ich gucken, dass ich die Spieler, die so 30 sind und so mehr sind, ja, Diego Martinez ist es tatsächlich. 31 Jahre alt. Paredes. Leihliste sitzen. Das ist gerade Markus, der ist auch schon eine ganze Weile da. Der wird aber heute leider jetzt gehen. Deswegen, ich werde viele Spieler jetzt leider auch sagen müssen: Hey Leute. Ihr werdet den Club verlassen. Weil ich möchte gerne eine junge Truppe aufbauen. Der heißt tatsächlich sogar Bilbao, der Junge. Okay. Aber der wird jetzt erstmal verliehen. An der Herrera. 32 Jahre alt. Ja, eigentlich so mit 29 möchte ich gerne die Spieler abgeben.
Außer ihn hier. Iker Muniain, das ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler überhaupt. Deswegen wird der definitiv bleiben. Der wird auch bei uns seine Karriere beenden. Deswegen gehe ich da auch. Mache ich direkt die Blockliste rein. Ihn hätte ich nämlich jetzt verlängert und hätte die Ausstiegsklausel rausgenommen. Ich denke mal, das werden wir bei Unai Simon auch machen. Nico Williams bleibt definitiv. Und da werde ich auf jeden Fall verlängern. Verlängerung. Da werden wir auf jeden Fall mal verlängern. Ich werde jetzt anfangen, erstmal Transfergespräche zu machen. Ich werde noch mehr Linksverteidiger verpflichten müssen. So. Auf jeden Fall Schlüsselspieler. Klar. Um weitere 2 Jahre möchte ich gerne nochmal. Freigabesumme nehmen wir raus. Ne, die möchte ich rausnehmen, bitte. Die hätte ich gerne draußen. So, du hast jetzt ein Budget von 20. Du kriegst jetzt eine gute Vertragsverlängerung. Bonus. Wie viel haben wir denn? 27 Millionen haben wir gerade. So. Angebot ändern. Also abgeben. Und damit ist diese Ausstiegsklausel bei ihm schon mal raus aus der Nummer. Und er bleibt jetzt weitere 2 Jahre und dann kann ich ihn auf Angebote blocken, habe ich ja. Also hier wieder Libre, der bleibt ja. Gut, okay. Iñaki Williams, ja. Der hat auch eine Ausstiegsklausel drin. Die hätte ich gerne auch behalten. So, Vertragsverhandlung. Ich nehme jetzt, versuche jetzt bei den Spielern, die ich weiß. Das wird jetzt die oberste Priorität sein, viele Spieler an bei der Vertragsverlängerung zu bleiben. Bei der Vertragsverhandlung die Ausstiegsklausel rauszunehmen. Gegenangebot, zumindest mal ein Jahr möchte ich dich gerne haben. Ein Jahr. Ja, er hat aktuell den Vertragsdauer 6 Jahre, aber würde dann auf 7 Jahre springen. Frage aber so, möchte ich gerne rausnehmen. Es sei denn, du bleibst jetzt dabei. Ja. So, du kriegst jetzt natürlich nochmal ein bisschen Geld auf die Hand. 45.000 und 400.000. Dabei. Und damit ist der zweite Spieler jetzt ohne eine Freigabesumme. Das heißt, wir werden in Verhandlungen gehen können. Wir haben jetzt wieder das Heft in der Hand. So, das gleiche werde ich jetzt mit Unai Simon machen. Den werde ich jetzt auch nochmal verlängern. Und dann werden wir uns auf die Suche nach einem Linksverteidiger machen. So, ja, bleibt auf jeden Fall. Du bist klar natürlich die Nummer 1 und hast nur gerade, wirst eine langfristige Verlängerung haben. Ja, wunderbar. Er möchte allgemein keine Freigabesumme haben. Wie gesagt, ich weiß, dass es in Spanien Pflicht ist. Aber wir werden es tatsächlich umgehen. Wie gesagt, wir haben mit den baskischen Spielern schon extrem viel zu tun. Ich weiß auch nicht, wie viele Jahre ich spiele, weil wir bei das FIFA 24 oder EA Sports, EAFC 24, was auch immer das Spiel heißen soll, wird laut Gerüchten, die ich so gehört habe, Richtung Juli rauskommen. Und da haben wir eine etwas andere Challenge noch zu tun. Das werde ich euch aber dann und zu dem Zeitpunkt erklären, wenn es dann dort losgeht. Also wir werden so lange mit Bilbao spielen, bis wir dann auf das neue FIFA umsteigen. Das heißt ja FIFA, wohlgemerkt. Da, also ich nenne es jetzt FIFA, ihr wisst, wie ich es meine. So. Angebot absenden. Bleibst du? Juhu! Keeper verlängert. Ergo haben wir jetzt erstmal einige langfristige Verträge. So. Okay. Dann haben wir erstmal da ein bisschen Ruhe an der Nummer. Okay. Wir bräuchten also einen Rechtsverteidiger und einen Linksverteidiger. Petscher ist, glaube ich, noch verliehen für ein Jahr. Wo ist denn der überhaupt hin? Verliehen. Ich kenne den Club tatsächlich nicht mal. Aber ich glaube, irgendwo, bestimmt spanische zweite Liga. So wie das aussieht vom Trikot her und von dem Stil der Rückennummer ist das wahrscheinlich ein Zweitligist.
Na gut, okay. Auf jeden Fall brauchen wir uns erstmal noch Rechtsverteidiger. Das ist klar. Und Linksverteidiger auch. Ansonsten gucke ich gerade da. ZOM vielleicht noch. Obwohl, Sunshine kann es auch spielen. Okay, dann ist es nicht schlimm. Dann brauchen wir das nicht. Garcia wird gehen. Der wird bleiben. Der wird natürlich bleiben. Gut, okay. Ja, dann müssen wir gucken, dass wir zwei Außenverteidiger verpflichten. Und das will ich jetzt auch gleich als erstes angehen. Ja, es sind viele Transfer. 12 Monate. Ja, das sind natürlich viele Spieler, die natürlich jetzt gehen werden. Das etwas ältere Spieler, die werden sowieso gehen. So, gucken wir mal, was wir noch so an Nachrichten bekommen. Wichtige Info zu uns Fährmann, klar, wie gesagt. Ich gehe mal kurz rüber zur Jugendakademie. Vielleicht ist da noch was drin, was wir brauchen könnten. Es gibt ja immer dieses Mega-FIFA-Talent hier. Das ist, glaube ich, das hier. Pablo Escobar, Pedro Escobar. Den werden wir auf jeden Fall mit hochnehmen. Der wird auf jeden Fall immer mal wieder eingewechselt jetzt. Hier haben wir Rechtsverteidiger. Oh, das brauche ich jetzt erstmal noch nicht. Gut. Sind jetzt einige dabei. Den wollte ich jetzt unbedingt haben. Ich glaube, bei Bilbao war es ein Keeper, den wir gekriegt haben. Hier ist es ein Stürmer. Ergo. Rutscht der auf jeden Fall erstmal in die Startformation. So. Muniain. Du bist eigentlich links außen. Das heißt, du wirst doch da hinrutschen. Und damit haben wir, glaube ich, einen Kaderplatz frei, einen Linksplatz frei. Oh, Williams, ey, du bist aber kein Zentraler. Du gehst auf jeden Fall auf die rechte Seite raus. Ich muss mich erstmal die Kader noch ein bisschen umstellen. Sanchez, Berenguer. Du bist auch kein Offensiver eigentlich. Das heißt, Muniain rutscht da raus auf die Position. Du gehst natürlich nach draußen. Berenguer, das ist mal gut. Das ist schön, dass er da auf der Position bleibt. So. Ich habe leider kein Alter, das ist das Problem mit. Wie gesagt, Rechtsverteidiger werden wir auf jeden Fall gucken, dass wir noch einen verpflichten. Und auch einen Linksverteidiger werden wir noch verpflichten. Das ist klar. Okay, dann werden wir das soweit tun. Jetzt brauche ich noch einen Sechser vielleicht. Herrera könnte es theoretisch spielen, soll aber abgegeben werden. Da werde ich definitiv gucken. Gut, das ist okay. Dann wissen wir, dass wir doch wahrscheinlich noch einen Sechser. Nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Wir haben einen. Vencedor. So, Sanchez, den bleibt erstmal. Der rutscht auf die Bank. ZM, ZOM und Stürmer. So. Da habe ich auch von einigen so gesagt, den musst du auf jeden Fall mal halten. Ich habe mal eine Karriere privat angestellt mit Bilbao. Okay. Gut. Dann wird das erstmal soweit unsere Startformation sein. Jo. Escobar rutscht als 16-Jähriger rein. So, gucken wir mal. Welche Nummer er hat. Kann ich ihm die 16 geben? Kann ich nicht, nein. Man kommt dann an die. Obwohl, er darf ja nicht so hoch, ne? Fällt mir gerade so ein bisschen. Doch, er dürfte tatsächlich, doch. Weil es ist ein Jugendakademie-Spieler. Ich weiß, dass in Spanien zum Beispiel nur die ersten 25, also von 1 bis 25, das sind alles Profispieler und der Rest sind quasi erstmal noch Jugendspieler. Zum Beispiel, das hatten wir jetzt, glaube ich, in dem Fall mit Barcelona und Gavi, der ja quasi der Transfer nichtig gemacht wurde und der quasi den Profi-Status verloren hat und jetzt nur noch Akademiespieler ist und deswegen die 30 trägt und nicht mehr seine 8. 8 war das, glaube ich, oder 6? Eine von beiden auf jeden Fall. Und als Jugendakademiespieler darf ich mit Escobar definitiv erstmal eine höhere Nummer nehmen. Wie gesagt, die ersten 25 sind auf jeden Fall alles immer nur Stammspieler. So. Dann haben wir da auf jeden Fall erstmal ein Talent hochgezogen. Raúl García soll ja gehen, deswegen wird halt erstmal ein Jugendspieler tatsächlich die zweite Spitze abarbeiten. Also du hast ja,
hier noch Guruzeta, der auch das machen könnte, theoretisch, der auch wieder immer seine Dings bekommt, aber wie gesagt, wir werden auf jeden Fall jetzt mal schauen, dass wir uns jetzt erstmal noch also quasi Außenverteidiger verpflichten. So, dann muss ich mal gucken. Wen werden wir uns holen? Das wird heute noch das Letzte, was wir sein, was wir machen, die zwei noch zwei Spieler zu verpflichten. Und in der nächsten Folge gehen wir dann quasi ein bisschen mehr rein in diese Saison. So, jetzt muss ich schauen. Welche Position? Ich brauche ein LV. Aha, 11 ist dann quasi. Okay, gut zu wissen. Müssen wir gucken, dass wir kurz mal schauen, dass wir ein bisschen Spieler mit Potenzial holen. Da habe ich einen auch gefunden bei FIFA mit einem 67er Potenzial. Ich habe aber sonst nichts Alternative, ne? Der da eine hohe Alternative hat. Brauche. Sonst haben wir nichts an Topspieler mit. Jumbo-Zilo. Ja, wir werden ihn holen. Wir werden ihn holen. Der Lima heißt der Spieler. Spielt in Bordeaux, ist Basque, laut FIFA. Wo ist denn der? Warte mal. Warte mal, da muss ich jetzt etwas anders angehen. Da müssen wir was suchen, weil ich glaube, ich kann keine Links setzen. Lima. Der Lima. Wie heißt der mit Vornamen? Marvin de Lima. Bist du das? 18 Jahre alt? Ja, das könnte hinkommen. Spielt in Bordeaux? Fragezeichen? Jo, ist er. Dann wäre das dieser Spieler tatsächlich, der für uns zentral ist, ist ein Franz aus dem französischen Teil. Und den werden wir uns jetzt kaufen. Es war nur 60er Potenzial, aber 60er Spieler, aber hat 76er Potenzial. Und wir brauchen hier keine absoluten Megastars. Zumindest nicht erstmal. So, Transfersumme anbieten. So, Ablöse erstmal 2 Millionen setzen. Und werden uns den jetzt holen. Das soll ein neuer, unser neuer Linksverteidiger sein. Ist zumindest der Plan dahinter. 18 Jahre alt. Perspektivspieler, klar. Erstmal nur. Akzeptieren wir mal das ganze Ding. Freigabesumme ablehnen. Nicht vertreten. Das braucht man nicht. So, du kriegst jetzt erstmal nur ein bisschen Kohle. 6.000 und aufschließen. So viel ist es nämlich nicht. 60.000, damit wir erstmal ein bisschen Ruhe. Und er wird unterschreiben. Für 4 Jahre. Unser neuer Linksverteidiger. Marvin de Lima. Für 2 Millionen. Ist wahrscheinlich über. Ja, zu teuer. Aber gut. Ist egal. Alles ist gut. Ich bin aber ein bisschen schwierig. Ja, gut, ich hätte tatsächlich erstmal auf Ding setzen sollen. Auf Scout rausschicken sollen. Aber ist okay. So, jetzt brauchen wir noch einen Rechtsverteidiger. Das ist jetzt das Problem. Wie gesagt, wir müssen gucken, was wir holen wollen. Ich brauche einen RV. Definitiv erstmal. Aber wen hole ich da? Wen hole ich da? Okay, ich habe schon, glaube ich, einen Spieler gefunden. Wie wird denn der geschrieben? Ah. Da ist er doch schon. Adam. Ist das Adam oder? Heißt der so? Spielt bei Sociedad. Ja, ist er das, glaube ich, oder? Ja, ist er. Die Frage ist. Ah, okay, ich habe mich ein bisschen vertan. Ah, gut, okay. Ich muss tatsächlich nochmal. Ich muss nochmal gucken. LB ist. LW ist Left Wing und L. Genau, er kann nämlich Rechtsverteidiger spielen und deswegen wird er jetzt auch gekauft.
Ich habe 21. Nein, wir werden versuchen, die Feinds verlangen. Ich werde jetzt nicht zu viel coolere Versuche rauszuwerfen. Deswegen, er hat ein 74er Stärke und ein 83er Potenzial. Deswegen. So, wie viel Kohle kosten? So viel Kohle, das will ich nämlich nicht, auch nicht raushauen. Mal 10 Millionen für dich. Likuh. Den wollte ich doch sowieso abgeben, ne? Ja, machen wir doch. 4,5 Millionen. So, verhandeln wir. So, wir brauchen definitiv noch ein LW. Also, Leftback. Ich habe das nicht hier auf Englisch offen, deswegen bin ich gerade da so ein bisschen dabei. Schlüsselspieler, definitiv, 20 Jahre alt. Freigabe sollen wir mal alle rausnehmen, braucht man nicht. So, sag mir bitte, dass du was haben willst. So. So, warte mal, wie viel? Müssen wir 15.000 erstmal. 20. Ich bin immer schlecht beim Einschätzen. Aber er kommt. Für 4 Jahre unser Steuerrechtsverteidiger. Und der wechselt für 4,5 Millionen. Für so und wir kriegen eine B-Bewertung. Sehr gut. Spielerwert. Ja, so teuer war er nicht. Ja, ich hätte nochmal 2,2 Millionen sparen können, aber sogar, wir haben ihn. Und er kommt zu uns. Für nicht mal einen Bruchteil von seiner Ablöse. So, okay. Jetzt müssen wir gucken, dass wir noch einen Linksverteidiger verpflichten. Oh ja, zwar Ball. Ja, wäre kein schlechter, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich muss jetzt erstmal schauen. Ich brauche einen Little V. Ich brauche einen Linksverteidiger. Hier ist aber nichts wirklich drin an Ideen. Right Back, Central Back ist ein Innenverteidiger. Ich habe zwar eine riesen Liste, aber die ist von 2016. Die ist jetzt, glaube ich, mehr oder weniger nicht brauchbar. Balenciaga, ne, den habe ich gerade erst. Emanuel. Könnte zurückkommen. Dann gebe ich es ausgeliehen, wo nach Eibar. Vielleicht kann ich ihn aufbauen als Linksverteidiger. Ja, das werde ich, glaube ich, sogar tun. So. Ich brauche einen oder? Habe ich da irgendwo die Möglichkeit, nur noch einen Linksverteidiger zu verpflichten? Ne, ich glaube da. Ja, da will ich immer null zurückholen. Und aufbauen. So, Mannschaft. Und das werden wir uns jetzt, das wird das letzte sein, was wir noch tun. Dich werde ich definitiv als. Ja, dich werde ich behalten. So. Du bleibst bei uns. Und dann haben wir soweit alles. So, ich gucke jetzt gerade mal, wo mein neuer Spieler ist. Barinacea, ja. Gut, kann die 25 kriegen. Passt soweit. Jetzt setzen wir noch den Start, stellen wir noch den Jungs in die beide Loch in die Startelf. Warte mal. Team Mensch, oh, hier ist es. Ja, wir haben eine riesen Karte, aber da wird schon, keine Sorge, da wird schon noch ein bisschen was passieren. So. Manol als LV, klar. Ja. Rein mit dir. Ist vielleicht jetzt nicht die beste. Er kann nämlich nur linker Flügel spielen. Ja. Na gut, ist nicht schlimm. So. So, und Barnetcher kommt ebenfalls rein in die Startformation als Rechtsverteidiger. So. Er will eigentlich offiziell. Ja, er kann eigentlich Rechtsverteidiger. Ist wahrscheinlich nicht seine Stammposition. Okay. So. Ja.
gucken wir mal gerade wegen der. Warte mal, war da nicht irgendwas mit Entwicklung? Kann ich das nicht irgendwie festlegen? Warte mal. Wo war denn das jetzt? Warte mal, Mannschaft. Teamzentrale war das genau. Was ich eigentlich noch machen wollte. Hast du ein Dings drin? Warte mal, jetzt kann ich über Finanzen, kann ich was gucken. Du hast keine Ausstiegsklausel. Ah, alles klar. Gut, das war jetzt eigentlich der, das war der Gedanke dahinter. So, genau. Jetzt muss ich nochmal gucken bei unserem neuen Rechtsverteidiger, den ich da verpflichtet habe. Baran Cher, da ist er noch. Entwicklungsplan. Das sollte mich als, eigentlich als Stammrechtsverteidiger agieren. So, rechter Verteidiger. Das ist quasi dein Plan als Stammrechtsverteidiger. Deswegen sollst du da auch spielen. Du bist zwar, kannst zwar auch Flügelspieler spielen, aber sollst wie gesagt als Rechtsverteidiger arbeiten. Gut. Dann haben wir das auch weg. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter bei FIFA 23 mit unserer Karriere mit Bilbao und dann schauen wir mal, was da so noch passiert.